Herzlich willkommen bei Dr. Robotniks MBM. Und wir wissen immer noch nicht, was Dr. Robotniks MBM überhaupt ist. Machine, sehe ich gerade. Dr. Robotniks Mean Bean Machine. Natürlich. Dr. Robotniks Mean Bean Machine. Warum auch nicht? Dr. Robotniks Mean Bean Machine. Los geht's. Turn left, turn right, pause, menu und so weiter. Los geht's. Starten wir Dr. Robotniks Mean Bean Machine. Ich lasse mal diesen lustigen farbigen Rahmen. Ich wechsle ja sonst mal den Rasen im Rahmen immer ein Vollbild, aber lassen wir es an der Stelle einfach mal, weil ich überhaupt keinen Bock mehr habe, irgendwie alles umzustellen. Und starten wir das Spiel. Szenario Mode, 1v2 Exercise Mode. Wir brauchen kein Exercise, denn wie wir an dieser total einfachen Erklärung sehen können, die ich super schnell überflogen habe und mir sehr schnell eingeprägt habe, ist das ein unheimlich leichtes Spiel. Continue? Ich spiele das Spiel zum ersten Mal, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich stelle mir das so vor wie, wow, Stage 1 gegen... Oh, wenn ich diese Maschinen wenigstens auswendig... Beans, let me give you what I've prepared, Dr. Robotnik, a beautiful bean feast. Come to army, my beauties. Okay, es ist ein Puzzlespiel, das mich ein bisschen an Dr. Mario erinnert mit diesen Viren. Also ihr kennt diese... Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich versuche einfach mal, irgendwelche Viecher in, so nebeneinander zu platzieren. Und so wie es aussieht, 4 Stück, heißt, ich, sie verschwinden dann. Wenn ich 4 miteinander verbunden habe. Und rechts müsste der Computergegner sein, der natürlich versucht, mich, zu besiegen. Und immer wenn er irgendwas auflöst, dann kommt bei mir ein bisschen was runter. Fällt mir nicht. So, und ich versuche natürlich so viel wie möglich bei ihm jetzt runterzulassen. Mistviech! Soll ich denn das schaffen? Oh. Huh. Okay. Das Spiel ist, es ist eigentlich ein ziemlich leichtes Prinzip, aber wie, wenn ihr vielleicht bei Columns gesehen habt, Columns war total easy und total entspannt. Das hier ist schon eher, ja, ich möchte nicht sagen herausfordernd, aber man muss schon aufpassen, wo man seine Steinchen hinlegt, ne? So, ich glaube, ich habe den Gegner gleich besiegt. Also bei dem da drüben sieht es nicht so besonders toll aus. Er hat schon eine Reihe, die komplett ganz nach oben geht. Bei Dr. Mario waren es, glaube ich, auch Viren oder sowas, die man dann runter... Viren oder Bakterien, die man da runter... Ne, Pillen! Pillen waren es, richtig, genau. War es bei Dr. Mario. Und hier sind das, glaube ich, Bohnen. Mean Beans oder so ähnlich. Ich habe den Gegner jetzt gleich besiegt. Nehme ich an. Nein. Dieser Drecksack. Ich frage mich, warum dieses Rote denn auch dann immer... Habt ihr gerade gesehen, jetzt der Lilane leuchtet? Warum leuchtet ihr? Ihr Bohnen. Warum? Yeah! Ich mach den platt. So, das sieht ja mal gar nicht so gut aus. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. So, ich habe ein Playtime 159 Sekunden Passwort. Ich habe ein Passwort bekommen, das aus Viechern besteht. Sehr schön, direkt weiter ins nächste Level. Ah, ich muss wie bei Mega Man, also ich muss mir mal ein Kissen unter den Arsch packen, damit ich ordentlicher sitzen kann. So. Schon sehr viel gesünder. Sponsor, oh, das hat auch immer eine Geschichte. Das ist ja lustig. So, und jetzt muss ich diesen lila Roboter besiegen. Der, bei dem... Wow, der haut alles runter. Leckt mich am Arsch. Der macht das viel zu schnell.
Der geht aber voll ab. Ach du Scheiße. Boah. Der ist ja schnell. Aber das bringt ihm, glaube ich, auch nichts. Ich glaube, der macht gar nicht so viel weg. Aber er richtet mir unheimlich viel Schaden zu. Also macht er doch was weg. Also wenn ich jetzt im zweiten Level von so einem scheiß Puzzlespiel verkacke, dann sollte ich echt das Game aufhören. Dann sollte ich nie wieder spielen. Nie wieder. Nie wieder. Niemals. Ha. Aber es sieht noch relativ gut aus. Für mich. Bisher hat er nicht wirklich viel zu melden und ich habe keine Beschwerden. Also die Musik ist noch ganz cool so am Anfang, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie mir nach ein paar Stunden auf den Sack gehen wird. Und ich habe auch... ich frag mich manchmal, was schickt er zu mir rüber? Alter Falter! What the fuck? Wie soll ich... Hat er noch alle Tassen im Schrank? Meine Fresse. Wie soll ich das schaffen? Oh! Oh, oh, ich kann das nicht umdrehen! Wow, oh, ich... Fuck, das war's. Ich hab verloren. Und Dr. Wily tanzt. Okay, das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Mit seiner weißen Strumpfhose. Do you want to continue? Ja, ich probier's noch einmal gegen dieses dreckige Mistviech und mit Schutz im Kreuz weh, weil er mich so besiegt hat. Oh. Arms is always too wrapped a little bit. Bla bla, du kriegst aufs Maul, kriegst du. So, jetzt muss ich aber auch ein bisschen schneller sein, sonst drückt er mich hier ordentlich die Steine rein. Entschuldigt, dass ich jetzt vielleicht nicht so viel rede, aber ich muss konzentriert sein, ich muss den nicht besiegen. Ey, was ist denn das, was der mir da oben immer... Ach, ich glaube, ich habe das Spielprinzip noch nicht ganz kapiert, so richtig. Obwohl das doch eigentlich ziemlich... Wow, einfach... aussieht, oder ich denke zumindest, dass es einfach wäre, was es vielleicht am Ende doch nicht ist. Oh, und dann kriege ich wieder so Dinger. Ah, ich verstehe, jedes Mal, wenn ich was löse, kommt alles bei mir runter, was er so als letztes gelöst hat oder so. Ich glaube, so ungefähr ist das. Ich weiß es aber nicht genau. Ich glaube, ich muss mal mehr wie 4 wegmachen. Ansonsten kommt bei dem, glaube ich, nicht wirklich was an. Ist ja wirklich schade, wenn bei ihm nicht wirklich viel ankommen würde, nicht wahr? Denn ich will ihn besiegen. Oh, fuck, fuck, jetzt... Oh, ich glaube, gleich kommt... Ich glaube, es kommt was ganz Krasses, glaube ich. Bäh! Wusste ich's doch. So, bei ihm habe ich auch ein bisschen was hinterlassen. Aber nur etwas extrem Lächerliches im Vergleich zu dem, was er bei mir hinterlassen hat. Ich habe bisher auch noch gar keine Kombos hinbekommen. Wow. Fuck. Ey, wie kann ein Spiel im zweiten Level schon so abgefuckt sein? Ha. So. Und weiter geht's. Und weiter. Und weiter. Komm schon. Ich muss... Na... Oh, Mann! Das ist so schlimm. Das tut euch bestimmt beim Zuschauen weh. Ah, fuck! Ah, das war's. Nochmal, continue, komm schon. Ich pack den dreckigen Penner. Also, mindestens das zweite Level muss ich packen. Ha! So. Fangen wieder Link. Ich hab dich auch schon mal gefragt. Es gibt bestimmt, hat jeder so seine eigenen Macken oder sowas, aber ich fange bei Puzzlespielen eigentlich immer unten links an. Es gibt Leute, die fangen unten rechts an, andere fangen in der Mitte an, bei Tetris oder sowas, ne? Bei mir grundsätzlich immer unten links. Warum? Weiß ich nicht.
das Grüne mal da unten weg. Oh, und jetzt kriege ich wieder... Ey, der schickt mir direkt eine Ladung. Von zwei Dingern. Boah! Ey, was soll ich denn da unternehmen? Boah! Ey, ich kann gar nichts machen. Leck mich doch am Arsch. Mann, du bist der zweite Gegner. Ich muss mal gucken, ob ich in den Options vielleicht auf Ultra Easy schalten kann oder sowas. So für absolute Volltrottel-Loops, wie ich es einer bin oder sowas. Das ist schier unglaublich. Okay. So schwer kann das doch nicht sein, Mensch. So, jetzt bin ich das weg. Oh, das sieht gut aus. Hier so viel weggemacht. Ja, sehr schön. Hier auch wieder. Oh, vielleicht habe ich ja noch so eine geringe Randchance. Ich achte auch ehrlich gesagt ein bisschen wenig drauf, was ich denn jetzt als nächstes so für Steine bekomme. Oder Viecher wohnen. Wow! Ah. Okay, noch einmal probiere ich's. Aber dann ist auch Schluss. Dreckige Missgeburt. Das zweite Level und ich pack's nicht. Vielleicht bin ich zu blöd oder das ist wirklich extrem schwer. Mann. Ich habe mich selten bei einem Puzzlespiel so sehr aufgeregt. Fuck, und schon schickt er mir die Scheiße rüber. Oh. Ey, da könnte ich kirre werden. Ich muss ihm einfach mehr rüber schicken als er bei mir und Kombos machen. Ich muss Kombos machen. Aber manchmal komme ich gar nicht dazu, die scheiß Kombos zu machen, weil ich mir immer schön was vorbereite. Und dann kommen seine Fucksteine runter, die mir alles kaputt machen. Und ich dann durchdrehe. So, jetzt habe ich ihm was rüber geschickt. Oh, ich muss Kombos machen. Anders komme ich hier, glaube ich, heute nicht mehr weiter. So. So, hier rein. Sehr schön. Oh, das wird eine Kombo. Oh ja, Mann. Bam! Bam, Motherfucker! Fucker! So. Ich merke gerade auch, dass ich wahrscheinlich ziemlich behindert aussehe, weil ich, wenn ich mich konzentriere, immer so den Mund aufmache, wie ein Fisch, der nach Luft oder nach Wasser hecht. Machen Fische sowas? So. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwie total konzentriert sein müsst und dann immer so nee, gar nicht merkt, was eure Gesichter so machen. Und dann machen Gesichter Sachen, die Gesichter nicht machen sollen. Wie mache ich das? Oh Gott. So, und dann den roten... Wow, Kombo. Jawohl. Bam. Ich glaube, die Runde sieht gut aus. Wenn nicht er mir irgendwie einen Scheiß rüberschickt. Okay, so. Jetzt hier noch. Ah, nee, was Grünes. Machen wir hier was Grünes. Komm, ein bisschen Platz. Fuck! Oh, das habe ich mir jetzt selbst versaut. Ich wollte was Cooles machen, aber. Aber ist nicht. Und es wird auch immer schneller, merke ich gerade. Ah, fuck. Fuck!